wer ist deiner Meinung nach gerade der beste Midlaner in der EU West? Sehr schwierig zu sagen. Es gibt extrem viele gute. Ich würde sagen, also ich meine, wer ist denn mit dabei? Caps auf jeden Fall, wie immer. Dann haben wir Humanoid, I guess. Wobei bei dem, ja, bei dem würde ich schon eher. Vizio ist tatsächlich auch mit dabei. Ich glaube, Vizio ist schon sehr, sehr gut. Auch wenn er ein bisschen unangenehm ist manchmal. Magi Felix würde ich nicht mit reinnehmen, nee. Larsen, not sure. Auch nicht, eher nicht. Diplex, ehrlich gesagt, Diplex könnte dazugehören. Also Diplex könnte schon dazugehören, ja. Diplex ist schon sehr, sehr fucking gut. Freddy, ich meine, Freddy ist vielleicht. Also ist auf jeden Fall oben dabei, aber nicht in den Top. Also nicht, wenn du vom Besten ausgehst. Yamato. Ja. Natürlich, Yamato. Humanoid? Ich weiß nicht. Ich finde Humanoid gut, aber ich finde, der macht sehr viele Fehler. Oh shit, Perks habe ich vergessen. Natürlich gehört Perks auch dazu, ja. Krass, den habe ich auch vergessen, ja. Bist du kein Fan von Yamatos Death? Mate, der rennt jede Runde runter. Der läuft mir im Jungle nach und klaut meine Camps mit Teemo. Das ist ein absoluter Vollidiot. Ich würde mir wünschen, ihn nie wieder in meiner Solo hier zu treffen. Nein, nicht der Coach. Wir reden nicht von dem Coach. Zwischen euch sind keine guten Vibes. Nee, er ist halt einfach derjenige, der toxic ist. Ich habe nichts gemacht. Was? In Overwatch kann man 5 Leute auf die Blocklist packen, auf die man dann nie wieder im Rank trifft, die funktioniert. What? No fucking way. Wie geil wäre das denn? Wie geil wäre das bitte in League? Alter, das wäre so insane. Meine 5. Yamato, Red, Rufo, wer noch? Fällt mir gerade nicht ein. Oh, Holy Phoenix und Hades wahrscheinlich, ja. Und Hades. Ich meine, Rufo würde tatsächlich nie wieder ein Spiel finden, weil jeder einzelne Spieler ab Master ihn einfach auf die Blocklist packt, ne? Wieso ist Rufo so unbeliebt? Naja, weil er jedes Game irgendeine Scheiße schreibt. Ich will nicht Förster mehr so in meinem Team haben. Actually, ist es. Nein, go Yasuo. Ja, oh, es ist actually ein Yasuo, man. Es ist ein Yasuo, man. Oh, endlich! Ich darf Diana Yasuo mit einem Yasuo, man, spielen. Endlich mal! Oh, wir spielen gegen Villager C. Das ist gerade der höchste Jungler auf dem Server. Die haben Reckless. Alter, und die haben eine Karma, oh no. Chillig. Don't flip, we win the game. Anyways. They actually played it so bad, schreibt sie, nachdem sie stirbt. Quite GG. Alter, Leute. Was für GG. Er ist gerade an den Golems. I come. Wait it. Shield bot and we win top side. Warum flippt man denn das Game, wenn man so eine Top Side hat? Ich habe meine Dinge gemisst, aber misplayed. Ist das besser als das hier? Ja, na. Ja, I think he's chill, but we win through the top. Also in der Theorie sollten wir den Dragon Shot, den Herald schon for free nehmen können, oder? Also mein Problem gerade ist, dass unser Jax einfach nicht pusht. Bitte, Jax, push doch einfach deine Scheißlane. Diese fucking 5 Minions Zone bringen gar nichts. Ich will den Herald haben. Push! Das triggert mich so sehr. Wieso wissen Laner nicht, wann sie freezen dürfen? Oder sollten? Display machen und nicht erwarten, dass ich unten bin. Bitte bleib doch unter unten. Geil. Blöd. Alter, wie kann man bitte so disgusting sein? I mean, seriously, though. Das ist so triggernd. Das ist so fucking. Das triggert mich gerade so sehr. Wie kann man so hart das Game weginten wollen? Please, lass uns doch einfach carryen. Ach, nein, Leute, die sind nicht tot unterm Turm, wenn ich da bin.
Die sind einfach viel zu früh reingelaufen in den Hackerim und gestorben for free. Och Mann, ey. Whatever, wir können einfach trotzdem weiterhin Topside spielen. Oh mein Gott. Ich möchte gar nicht reden, dass dieser Cyclone schon da ist. Aber das Game wird jetzt langsam. Also, ist relativ hart. So. War leider nicht bei mir. Bleiben. Nice, we played, mates. Kann man nicht ruhig, ne? Na egal, also muss er auch nicht. Car moves with Hackerim, I die. No, you don't. Das bringt natürlich nichts. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Darf ich niemals helfen? Ne? Ist egal. Aber es ist nicht. Ja. Jetzt wird ja Zoom auf. Ja, genau. Ich wollte warten, dass sie ja so da kommt, aber also. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, dass sie da schon engaged werden. Ich hätte nicht helfen sollen, das war der größte Fehler. Tatsächlich ist die Lux für mich ein größeres Problem als die Caitlyn. Nash? Freunde, warum chasen wir den Hackerim, statt Nash zu machen? Einmal hatte sie keinen Exhaust, ne? Gott sei Dank. Ich hätte wahrscheinlich gar nicht recoilen sollen, ne? Sondern einfach farmen. Ich werde jetzt hier gleich noch basen. Maybe werde ich nicht basen. Mal gucken. Wurde gefehlt vom Dingens. Aber Action? Ich glaube, er sollte einfach den Hackerim fehlen. Ach man. Das ist so ein geiler TP-Wort. Don't hit the fucking Dragon! Lass Jax alles killen. Ist links. Moment. Ah. There we go, ja. Yeah. Na, wir haben leider unseren Nash weggeworfen. Ich weiß nicht, wir hätten einfach nicht reingehen sollen, als Jack gestorben ist. Mal während. Ich meine, der nächste Nash ist in 3 Minuten. Zumindest kriegen sie keinen Free Farm, aber wir sollten wahrscheinlich das Topside kontrollieren oder so. Deep ist just a quick kill. Boah, ich hab das Bedürfnis, mir einen Banshees zu kaufen. Ach. Natürlich haben wir einen Zähneflank. Ich werde hier nicht basen. Diese Position abgeben. Das Problem ist, dass ich halt kein Dings in mir hab, wenn das so. Deswegen geht's ja nicht rein. Sonst würde ich da reinflashen, ne? Flash E-Ult. Aber wenn wir das hier enden, ist game losable. Er war im Nexus. Ich habe ihn in den Nexus gehüpft. Oh, nice. Ui, was habe ich gerade gesagt? Wenn wir das Game hier enden, ist winnable. Für die Gegner. Für die Gegner. War ein actually guter Yasuo.
Wait, 20 auf einmal. That's pretty huge.